Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Wir sind hier in diesem kleinen Viertel stehen geblieben und wollen heute noch da ganz oben zur Akademie. Aber ich möchte mir erstmal noch hier ein bisschen mehr umgucken. Meine Tochter ist ein kleines Mathe-Genie. Meine Kleinen interessieren sich eher für den Kampfkurs. Okay. Interesting. Das habe ich vorhin schon gesehen. Hier vorne sind ein paar Geweiher. Und die sind, ein glitzerndes Item. Wahrscheinlich eine TM. Ja, Erholung. Okay. Erholung. Oh. Du hast es irgendwie aus dem Wasser geschafft. Aha, ich darf also nicht ins Wasser. Schade. Dürfen denn meine Pokémon ins Wasser? Also, er kann ins Wasser. Wie das aussah. Ja, ich glaube, an die Geweiher komme ich jetzt nicht mehr wirklich dran. Wie tue ich denn hier wieder raus? Also, wieder zurück in meinen Pokéball. Das weiß ich nicht. Aber okay, dann lassen wir die Geweiher erstmal Geweiher sein. Das ist auch noch nicht lang. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hier ist ein großer langer Weg. Da wollen wir jetzt lang gehen. Reichen keine Häuser rein? Kein einziges. Puh, so viel laufen. Mal sehen, was ich heute mache. Das Gras fühlt sich so gut an. Ist halt Gras, Bruder, ne? Okay. Hallöchen. Unterwegs zur Akademie bist du unterwegs? Vergiss nicht im Unterricht immer schon Notizen zu machen. Und pass auf, wohin du trittst. Okay. Pratolido. Diesen Ort verlassen wir jetzt. Und wollen nun zur Akademie. Mesalunar City voraus. Genau, Mesalunar City heißt der Ort mit der Akademie. Und hier ist auch immer wieder still. Keine Musik. Na, jetzt kommt wieder ein bisschen Musik. Was bist du denn für einer? Ach, Hallöchen. Ach, den kennen wir. Aber du bist größer, als ich dachte. Das Ding ist aus Gen 7, glaube ich. Der Koryokul. Da gibt es auch in verschiedenen Farben. Aber ich meine, der wäre kleiner. Das ist größer als erwartet. Ich dachte, das ist ein neues Pokémon, aber nicht so ganz. Es kann noch nicht vielleicht bessere Wahl. Und damit mein Takokro nicht zu OP wird, wechsle ich vielleicht den ersten Slot aus, weil ich möchte nicht zu overleveln. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen die Challenge geben, weil ich glaube, ich habe wirklich die Befürchtung, dass das Spiel vielleicht ein bisschen einfacher wird. I don't know. Wir werden es gleich, oder was heißt gleich, wir werden es generell im Laufe der Zeit herausfinden. So, aber jetzt packe ich erstmal die Reihenfolge anders rein. Und hey, jeder kriegt ein Level Up. Biss willst du erlernen, Kleiner? Auf jeden Fall. Da kann Tackle sowas von weg. Oh, überlassen. Ach. Ja, mach du mal. Takokro will Silberblick vergessen. Okay, in Ordnung. Ja, das finde ich ja richtig cool, dass es eine Recommendation gibt. Cool. Gefällt mir. Oh, was? Der Chonk will was erlernen? Ah, nee, nicht der Chonk. Pamo. Das willst du verlernen. Nein, wir brauchen die Attacke. Die ist definitiv ganz gut. Mach doch Heuler weg. So starres Attacken benutzt du sowieso nur, so nicht häufig. Nicht so wirklich. Bezirze, aber sag du einfach. Will Tackle vergessen. Okay. Badum. Badabadam. Ganz viele Attacken für Pokémon, die ich vielleicht gar nicht behalte. Krass. Oh, super, will ich auf jeden Fall ein bisschen leveln. Guckt ihn euch an. Ich meine, guckt ihn euch an. Nee, nö. Das ist nicht ein tolles Viech. Perfekt, ich habe alles gekauft, was ich brauche. Du bist genau richtig. Okay, dann let's fight. Ich hoffe, die Musik passt. Ich weiß, dass die Musik ein bisschen leise ist, aber das Game ist einfach ein bisschen leise. Soll ich das Game vielleicht ein bisschen lauter stellen? Was meint ihr? Und ja, Tackle, I guess. Das Ding ist Pflanze, glaube ich. Sollte also normal effektiv sein gegeneinander. Aber weil es mit Takokro schneller geht, packe ich ihn lieber rein. Dauert so lange alles. Hinter mir sind ganz viele Hauptsprossen, mein Publikum. Sie schauen mir zu. Yeah, du schaffst das! Die schauen mir halt wirklich zu. Das ist cool. Bam!
dead. Hä? Was ist passiert? Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Yeah! We did it! Ach ja, yeah, man sollte, wohl nicht feilschen, wenn man gar nicht kaufen will. Hm. Na? Oh, kann ich ein Foto machen? Hier. Nein? Fotomodus. Wo ist der Fotomodus? Hier. Die ganzen Hauptsprosse hinter mir. Emotionen natürlich noch ändern. Schaut euch diese ganzen Hauptsprosse an. Und dann Screenshot-Knopf. Nee. Info ausblenden. Ach so. Kamera ist wirklich einfach Screenshot-Knopf drücken. Süß. Ja, danke, mein kleiner Hauptspross. Ich gehe dann jetzt wieder. Ciao. Süß. Das ist eine echt spannende Musik, ne? Echt entspannend. Es sind sehr viele Lechonks. Einige. Hier ist noch ein Item. Einen Trank. Den lasse ich nicht liegen. Was haben wir denn hier Schönes? Einen kleinen und geheimen Bereich. Mit drei Items. Diese Items sind Hyperheiler. Ui. Metallklaue. Oh, nice Attacke, nice Attacke. Ja, und ein Beleber. Alright. Oh ja, ein bisschen lags leider. Vielleicht wird das noch gepatcht, ich weiß es nicht. Ich nehme alles in einem auf. Ich kann einfach nicht anders. Ja, aber noch finde ich es in Ordnung. Noch finde ich es nicht so schlimm. Also ist es spielbar. Aber man merkt definitiv die Lags hin und wieder. Man merkt das. Ach, du bist neu. Schau mal, wie wir hier haben. Ein kleiner... Wer ist denn du? Sproxy. Ich weiß nicht mehr, wie er auf Englisch heißt, aber... Ja, die Weiterentwicklung kennt man schon, aber die Vorentwicklung, die man hier sieht, die kennt man noch nicht. Ich würde ihn gerne fangen. Sieht komisch aus, das Ding, oder? Mit so einem großen Schnauzer und so. I don't know, was ich da von ihm halten soll. Ich hoffe, es ist kein Fehler, aber ich werfe jetzt mal meinen Takoku rein. Ich hoffe, dass Tackle funktioniert und nicht zu stark ist. Obwohl, Moment, wir können es einfach so versuchen zu fangen. Vielleicht klappt das ja auch. Pokéball! Na gucken. Yeah! Ich sag ja, in den ersten paar roten Pokémon-Spielen kann man eigentlich auch einfach so fangen. Das geht. Okay. Sproxy! Dieses friedfertige Pokémon verärgert wird durch einen Biss mit seinen scharfen, giftgetränkten Schneidezähnen gelähmt. Wohin soll es geschickt werden? Pack mal... Teambericht? What? Ach, schau mal einer an. Hab ich gleich gezeigt, ne? Kann man sich den Bericht anschauen. Hier zum Beispiel auch von meinem Starter. Hat die Fähigkeit Großbrand, wenn die KP des Pokémon auf einem gewissen Wert fallen, steigt die Stärke seiner Feuerattacken. Echt cool, wie ich finde. Da ist eine Box. Pokémon-Boxen. Du kannst bis zu 6 Pokémon in deinem Team mitführen. Außer halt jetzt Kuraidon. Alle übrigen Pokémon werden in Boxen geschickt und dort gelagert. Wenn du die Pokémon in deinem Team mit Pokémon aus einer Box austauschen möchtest, wähle einfach im Hauptmenü die Option Pokémon-Boxen aus. Okay. Ding. Das ist immer so schlick da. Aber ich konnte es, wie gesagt, noch nicht fangen. Es ging nicht. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich hoffe, wir finden es noch früh genug raus. Und yeah. Haha, der Vogel. Süß. Lebensschuss. Und eigentlich bis... Aua. Lebensschuss. Okay, wir machen gar keinen Damage. Wir fliehen einfach. Komm, einfach fliehen. Flucht gescheitert? Nein! Nein, fliehen. Nein, fliehen. Ja, hat geklappt. Geh weg hier! Ja, wenn man von Pokémon flieht, dann bleiben sie.
Das wäre dann das gleiche auch bei Shiny Pokémon. Wenn du vor denen fliehst, dann sind die immer noch da. Ich weiß nicht wieso, aber Tarantel, dieses Tarantel, es sieht wirklich aus wie ein Shiny Pokémon jedes Mal. Diese gelbe Farbe sieht irgendwie aus als ein Shiny, aber ist es halt nicht. Aha. Hier ist wieder eine TM. Und zwar Stern. Ach so, nochmal Sternschauer. Okay, das hatten wir schon. Nichts Neues. Willst du kämpfen? Was für ein cooles Pokémon. Wir sind schon fast da. Man sieht es schon von hier. Du. Ja, was soll ich das coole Bubble anziehen, was ich eben gefangen habe? Okay. Das ist ein Pachirisu, was den Baum hochklettert. Ich meine, das ist ein Eichhörnchen, macht Sinn. Ein Kamehaps aus der letzten Generation. Also nichts Neues. Aber interesting nonetheless. Typ Wasser und sonst nichts. I think. Bin mir gerade nicht sicher. Wo könnte man Pormo, Pormi, Pormi reintun? Ja, eigentlich ein Name Pormi. Weil Pormi ist natürlich Typ Elektro und Elektro ist aktiv gegen Water. Was wir jetzt auch sehen werden. Donnerschock. Instant dead. You are dead. And that's it. Ja, am Anfang sind die Kämpfe noch super easy. Giftschweif! Oh, nice Attacke. Eine Giftattacke. Oh, meine Augen. Oh. Was war das gerade? Warte. Cool, das alleine reicht wohl nicht, was? Meine Augen sind so pink. Oh Gott. Oh Gott. Egal. Wie mich anguckt. Ich habe dieses Kamehaps in der Nähe des Teichs gefangen. Puma vom Typ Wasser halten sich wohl gerne in Gewässern auf. Nein. Ehrlich? Boah, das ist aber krass. Hätte ich aber nicht gedacht. Na gut. Ist noch irgendwas? Irgendwelche Items? Da sind ein paar Pokémon. Lass jetzt mal Pokémon sein. Sind hier noch irgendwelche Items in der Nähe? Nee, scheint nicht so. Also zumindest sehe ich gerade nichts. Vielleicht bin ich auch blind. Hier ist ein Item. Eine kleine Beere. Na gut. Sind schon fast da. Interessant, interessant. Das ist noch ein Trainer. Aber ich glaube, den ignorieren wir erstmal, weil der führt wieder zurück. Und das muss jetzt nicht sein. Na, Spaß beim Kämpfen. Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Wenn du in der südlichen Zone 1 gegen 4 Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Das ist in der südlichen Zone 1 gegen, ja, 1 gegen 4 Trainer gewonnen. Dafür bekommst du diesen fantastischen Preis. Donnerwelle! Wir veranstalten diese Aktion auch in anderen Gebieten, also schau gerne noch mal vorbei. Okay. Ein Trainer sollte stets vorbereitet sein, daher ist ein Einkauf am Pokémon im Supermarkt immer eine gute Idee. Schließlich weiß man nie, was einen erwartet. Der Attacke war gerade voll cool, die habe ich aus einer TM. Okay. Ich mag den Remix hier. Was haben wir denn hier eigentlich? Pokeportal. Ach. Aha. Ist das der On? Ah, das ist der Online-Modus, ne? Ja, den zeige ich euch ein andermal. Bisschen genauer. Jetzt noch nicht. Wir heilen unsere Pokémon und gehen rein in die Stadt. Denn die Stadt interessiert mich gerade. Ja, am meisten könnte man sagen. Was ich wusste, es nutzt sich Funktionen. Mit den Richtungsknöpfen kannst du verschiedene Funktionen nutzen. Ja, wann werden die mir mal angezeigt auf dem Bildschirm? Das wäre sehr hilfreich. Ich würde das gar nicht, mich würde das gar nicht stören, wenn mir das angezeigt werden würde. Was ist denn hier? Ah, Gruppe bilden mit Freunden und Spaß haben. Juhu, wie gesagt, das zeige ich euch dann ein andermal. Mesalunar City, wir sind da. Hallo, Maike! Hä? Ah. Na, sind deine Pokémon von den Kämpfen gegen die Trainer unterwegs stärker geworden? Lass mich gleich mal überprüfen. Mit einem Kampf natürlich. Okay. Yippie! Freunde wie dich braucht jeder im Leben. Also dann, Maike, der Kampf ist das Ziel. Oh, das war aber nett.
Okay, wir kämpfen direkt hier vor dem Tor, um uns zu beweisen, dass wir überhaupt rein dürfen. I don't know. Aber ich mag den Mila. Ich finde sie nett. Und genau diesen Kampf kennt man, glaube ich, auch schon aus einem Trailer. Da du schon ziemlich stark bist, wirkst, schicke ich diesmal gleich zwei Pokémon ins Rennen. Oh no! Na gut. Giftschweif, super! Oh nein, Blattwerk. Ah, Volltreffer, sehr effektiv. Nee, nur Volltreffer, okay. Bam! Sah aus wie eine Zunge, I don't know. Da ist die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon voll drauf. Was für ein Siegeswille. Belebe ich noch einen Angriff? YOLO! Wir versuchen's. Ah, okay, greif nicht an. Rutenschlag, Verteidigung sinkt. Aber ich greife an und du bist down. Yay! Pamo! Das kann Takokro machen. Musik ist sonst nicht. Du machst diesen Kampf härter, als ich dachte. Nicht übel, Maike. Ja, bisher finde ich die ganze Musik in Ordnung, aber jetzt nichts viel anderes. Hi. So, Biss ist natürlich stärker als Glut, ist natürlich für Biss ein. Hehe, Kämpfe gegen dich machen richtig Spaß. Zeig mal, ach, das im Ärmel zu ziehen. What? Was geht denn jetzt ab? Auf einmal ist es so kristallig und es trägt eine Krone. Die Terra-Kristallisierung kann die Stärke von Attacken eines Typs noch weiter steigern. Oh nein. Ah! Boah, 10 Damage. Wir müssen aufpassen. Können wir das auch tun? Also im Moment nicht. Aber ja, in manchen Spielen gibt es ja Mega-Entwicklung. Giga-Dynamaxing, Z-Moves, was auch immer gibt's alles. Und hier gibt es diese Kristallisierung. Terrorizing heißt es, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber ja. Das verstärkt den Typen, wie wir gesehen haben. Aber es kann noch mehr. Aber ich will nicht spoilern. Wir werden es schon sehen. Dun, 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 dun. Unglaublich, wie schnell du besser wirst. Wahnsinn! Du hast einfach so gegen mich gewonnen, obwohl ich die Terra-Kristallisierung eingesetzt habe und du nicht! Oh, warte! Du kannst sie ja noch gar nicht einsetzen, oder? Da lässt sich doch bestimmt noch was machen. Überlass das nur mir! Du hast so viel Talent, dass ich immer wieder vergesse, wie unerfahren du noch bist. Hier, diese Belebung gibt's als kleines Dankeschön für den tollen Kampf. Danke. Kriegt man so früh im Spiel. Normalerweise kriegt man Belebung eigentlich eher später. Aber hier kriegt man es direkt am Anfang. Na gut, das Lied kriegt man auch direkt am Anfang, aber kann man nicht benutzen. Hinter diesem Tor liegt Mesa Luna City, wo sich auch unsere Akademie befindet. In der Stadt gibt es viele Hügel und Treppen. Ich mache nur kurz eine Pause und komme dann nach, ja? Na gut. Dann schreiten wir rein. Dumm, dumm, dumm. Die Spannung steigt. Und damit meine ich nicht die Spannung von Porn. Man sieht immer links an dem Bildschirm so einen Balken, wenn es lädt. Seht ihr das? Müssen wir immer drauf achten, wenn so die Zähne wechseln. Eine sehr große Stadt. Die wurde am meisten in Trailern gezeigt, also die kennt man am besten. Geschafft! Da wären wir endlich! Das ist Mesa Luna City, die größte Stadt der Paldea-Region! Aha, Hauptzentrum ja also. Da war einiges zu erkunden in den nächsten Folgen. Sehe schon seit geraumer Zeit ein wichtiges, Treffpunkt, warum immer. Viele Menschen kommen her, um mehr über die neuesten Technologien und wissenschaftlichen Fortschritte zu lernen. Aha, ui.
Es gibt einen Friseursalon, wo du neue Frisuren ausprobieren kannst. Und dann wäre da noch ein Laden mit total leckeren Häppchen. Weißt du schon, was du dir zuerst ansehen möchtest, Maike? Den Friseursalon. Aha, du legst also großen Wert aufs Äußere, hm? Oder willst du dir vielleicht eine Frisur zulegen, die dich bei Pokémon-Kämpfen nicht stört? Oh, wo wir gerade von Kämpfen sprechen. Ich will unbedingt sehen, wie du die Terrakristallisierung einsetzt. Es gibt eigentlich ein gewisses Prozedere, bevor man das darf. Aber ich mach das schon für dich. Da kannst du dich in der Zwischenzeit ruhig ein wenig in der Stadt umsehen. Oh, danke. Hier gibt's auch eine Boutique, falls du deine Uniform ein bisschen aufpeppen willst. Ui. Oh, und tolle Restaurants. Ich persönlich würde dir das Geschäft Boto-Beutel wärmstens empfehlen. Dort werden praktische Items verkauft, die du bei deinen Pokémon zum Tragen geben kannst. Mhm. Boah. Wenn du genug gesehen hast, treffen wir uns am besten vor der Akademie. Aber mach dich auf eine ganz schön lange Treppe gefasst. Eieiei. Also bis dann, du darfst gespannt sein. Ja, aber so schön wirkt die Treppe jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Also ja, viele Treppen und alles, aber... Ich würde mal behaupten, es gibt Schlimmeres. Und ja, wir können uns hier jetzt ein bisschen umschauen, wie ihr auf der Karte sehen könnt. Karte? Hier. Wie ihr auf der Karte sehen könnt, das hier ist das ganze Ding. Und ja, wir sind langsam und es ist ein riesiges Gebiet. Also es wäre vorteilhaft, wenn es irgendein, ich weiß nicht, eine Art und Weise gibt, wie man schneller sich bewegen könnte. Wie zum Beispiel ein Fahrrad oder so. Hi, du willst nicht reden? Okay, ist ein Spoink. Kind kann nicht reden. Okay. Vielleicht da drüben. Die Zeit ist so unbeständig wie das Wetter. Und je nach Tageszeit und Wetter begegnest du auch unterschiedlichen Pokémon. Das stimmt. Tags und Nachts sind andere Pokémon erhältlich. Ich werde aber größtenteils tags spielen, damit das Spiel ein bisschen schöner aussieht, denke ich. Das sind Pokémon. Aber ich werde ab und zu vielleicht auch nachts spielen. Je nachdem. Mal schauen. Okay, manche reden einfach nicht. Die sind einfach nur da, um da zu sein. Wie es scheint. Der Teich ist ja riesig. Ich würde gerne einen Carpador im Wasser treiben. Wir haben Carpador im Wasser treiben. Korb, Korb, Carpador. Okay. Nee, 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 nee. Warte, Ribi. Ich muss nur noch neue Schulsachen kaufen. Okay. Hi. Schönes Bartribi, was du da hast. Aber die sind sehr low FPS, was wie auch immer. Also die sind hier, die ganzen NPCs haben echt wenig Frames in ihrer Animation. Nur wenn man nah rankommt, ist es ein bisschen besser. Du musst immer schon brav schlafen gehen und schwupp, so wirst du doch eingeschult. Hä? Ich wollte doch mit dem Kind reden. Ja, dann halt nicht. Red. Jetzt wird's gelernt. Schon langsam. Totonea! Tschu, 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 raus, lass deinen Gaumen tschu, 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 tanzen. Na, wie wär's? Tschuro, tschu, tschu, tschu. Oh, lecker, lecker, lecker. Oh, ja, oh, ja. Oh, jetzt krieg ich aber Hunger. Oh, nein, ich krieg Hunger. Ah, oh, das würde ich sehr gerne in Real Life essen. Sieht sehr appetitlich aus im Vergleich zu anderen Pokémon-Spielen, wo es Essen gibt. Nom. Wow, lecker. Diddlin. Okay, ich weiß nicht, was die Sachen bedeuten, aber ist bestimmt nützlich. Wir werden es noch rausfinden irgendwann. Hier entlang liegt ein verschlungener Bergweg. Passt gut auf, da verläuft man sich schnell. Aber sobald man die Berge hinter sich lässt, erreicht man Boladen, die Stadt der Kunst. Ja, da dürfen wir noch nicht lang. Das ist, wie ich mir schon dachte, für später. Hier gibt es noch mal einen Pokémon-Stop. Man kann auch von hier mit denen reden, schätze ich. Ja, die dreht sich auch rum. Wie man will. Die gleiche Professorin soll auch im Schlund von Paldea ganz brillante Forschung betreiben. Okay. Eine berühmte Professorin hat das Phänomen der Terrakristallisierung entschlüsselt. Aha. Ich kriege langsam Hunger. Ja, same. Oh Mann. Okay. Da unten, oh Gott, da unten sind auch noch mal welche. Ah, ich kann mich alles anschauen. Oh Mann. Soll ich hier rein? Nee. Ja, eigentlich wollte ich mir die besonderen Sachen anschauen. Wie saß sie zum Beispiel?
Hier kann man rein. Wir kommen in der Chanera Apotheke. Okay, aber man sieht das Innere nicht. Einfach nur so ein Menü. Okay, weird. Ja, gut, die Sachen interessieren mich nicht. Dann gibt's noch Syntone. Zu riesige Nebenwirkungen fragen sie Chanera. Oh, okay, möchte ich hier draußen. Okay, ich frag mal Chanera das nächste Mal. Kann ich nicht rein? Kann ich nicht rein? Ihr habt Spaß? Das ist schön. Was spielst du da auf der Switch? Ah, gar nichts. Boah, cool. Spiel ich auch gerne. Wo denn nur? Ich habe gehört, dass hier ungewöhnliche Sandwiches verkauft werden sollen. Aber wo denn nur? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß nicht, wo die Sandwiches verkauft werden. Ich kann es dir nicht sagen. In Paldea gibt es 3 Städte, die als City bezeichnet werden. Misanuna City ist eine davon. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Städten, die ein City im Namen haben und denen, die keines haben? Etwa die Größe? Wahrscheinlich. Smartrotom ist schon nice. Okay. Okay. Oh. Ja, gut. Hier wären wir schon da, ne? Oh, hier sind sehr viele Läden. Sorry, dass ich mir nicht alles anschaue. Ich werde früher oder später zu allem kommen, aber es ist so groß, so viel. Allem Anschein nach ist mein Sohn, der Mann, einem sogenannten Team Star beigetreten. Ich habe ganz vergessen, ihn zu fragen, um was für eine Art Sport es da geht. What? Wie kann man Schuhe kaufen? Wir kommen im Schuhzentrum Paldea. Ja? Kann ich mir die Sache noch anschauen? Ah, musst du sehr lang laden. Okay. Ja, es muss wirklich lang laden. Oh. Die roten Sneaker waren schon cool. Ja, okay, das ist einfach alles das gleiche. Tiefgeschnittene Sneaker, die sind anders. Ich möchte mir mal da ganz oben die hier holen. Die hier. Ja. Mit Geld bezahlen. Und direkt reinschlüpfen. Wir haben alles, was ich brauche. Im Schuhladen. Toll. Hä? Man wird immer so rausgeschmissen aus den Läden. Sieht ein bisschen komisch aus. Hier kriegt man Socken. Edle Socken im Sortiment. Eieieiei. Okay, was gibt's denn hier alles so? Marineblau. Marineblau. Pink. Hat schon was. Was gibt's noch? Oh, lange Sportsocken. Okay, sind halt so ziemlich das gleiche, würde ich sagen. Karo-Socken. Blumenmuster-Socken. Gibt's auch in Pink. Sportsocken. Ja, gut. Also, ich glaube, die ersten fand ich da noch am ansprechendsten. Ja, in Pink, warum nicht? Ja, so gut ist die Customization, glaube ich, nicht in diesem Game, soweit ich gehört habe. Aber immerhin. Das sah komisch aus. Wer wie ich ständig kalte Füße hat, braucht einfach dicke Socken um die Auswahl in diesem Geschäft. Ist wirklich kaum zu toppen. Hier gibt es Brillen. Beim Optiker. Durchblick. Ja, aber ich trage hier keine Brillen mit meinem Charakter. Aber interessant. Vielleicht sollte ich mir beim Optiker Durchblick endlich mal eine allererste Brille kaufen. Ja, wenn du meinst, wenn du die brauchst. Ich will unbedingt einen hübschen Hut aufsetzen, aber meine Frisur möchte ich auch nicht gerade verstecken. Naja, erstmal rein in den Laden, der Rest wird sich schon von alleine ergeben. Ja, machen wir auch mal. Machen wir das auch mal. Ich dachte eigentlich, dass wir heute die Akademie sehen, aber es ist... eine halbe Stunde geht so schnell vorbei einfach. Das ist krass. Nur Sportkappen? Boah, da gibt es aber einige Sportkappen. Ah ne, noch Ballonmütze. Sowas, okay. Und ein Beanie. so ein Link-Beanie. Ja, finde ich jetzt alle nicht so wirklich interessant für mich persönlich. Boah, das sieht immer wie komisch aus, wenn man hier rausgeworfen wird. Lernt ihr vielleicht für die Prüfung? Nein, ich nicht. Hä, ich auch nicht. Oh. Na, was denkst du? Ich kann mich nicht entscheiden. Naja. Und du? Heute ist mir nach... Nach was ist dir, mein Kumpel? Ist ja heute nach Like da lassen, Sub da lassen, all das. Okay. Hier haben wir noch einen Kaffee. Kaffee Meeresbrise. Ich nehme mal die Limonade. Gluck, gluck.
Schön kalt, bitte. Ganz viel Eiswürfeln. Dum, dum, dum. Oh yeah. Dum, dum. Bum, dum, bum, dum. Dum, dum, dum. Warum ist Fido so riesig? Yay. Limonade. Boah, ich glaube, ey, wir haben rausgeworfen. Kommen Sie bald wieder. Ist das der Klamottenladen? T&A. T&A. Ja, ich glaube, das ist der Klamottenladen. Ah, nur Handschuhe. Nur für Handschuhe. Wie sehen denn die einfachen Handschuhe aus? Ja, es sind halt einfach Handschuhe. Ja, gut. Halbhandschuh. Ja, genau das, was man erwarten würde. Okay. Ich möchte jetzt nicht alles überall kaufen. Ne? Ich brauche jetzt nicht alles für meinen Trainer. Soll man leicht Klamotten kaufen? Hier Klamotten? Oh, muss ich das mal drücken? Nee, es ist wieder eine Apotheke. Ah, wieder das Gleiche. Okay, dann gibt es manche Läden mehrmals in Schüssen. Na gut, wir werden uns ja auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal genauer umschauen. Vielleicht auch in die Akademie gehen. Ich weiß es noch nicht. Das Ganze überrumpelt mich gerade ein bisschen. Ja. Zack. Ab in die Pose. Oh, cute.